Erwischt. So, haben wir alles? Ja. Also ich habe alles. Kühlschrank fertig? Ja. Bett fertig? Ja. Auch fertig? Super. Gitarre vergessen. Was? Stand es jetzt die ganze Zeit da? So. Das ist übrigens Fitnesstraining, ja? Jeden Abend 20 Mal. Fertig. Gewesen. Das ist auch wirklich super schön da. Aber gestern hat mich die Pernilla angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in ihrem neuen Musikvideo mitzumachen. Und ja, hallo? Haben wir da Bock drauf, Sascha? Ja. Ja, haben wir Bock drauf. Deswegen fahren wir jetzt in die Nähe von Köln. Oder Richtung Köln. Genau. Und morgen findet dann dieses Musikvideo statt. Und heute... Also es soll irgendwie den ganzen Tag dauern, wir sollen uns Zeit mitbringen von 15 Uhr bis 10:30 abends, nachts mit Lagerfeuer und gemütlich beisammensitzen und solche Sachen. Genau. Aber wir fahren natürlich heute schon los und suchen uns jetzt ein schönes Plätzchen, wo wir den Abend verbringen werden. Also heute ist Freitag übrigens. Genau. Wir nehmen euch mal ein ganzes Wochenende mit und zeigen euch einfach mal... ja, was wir so machen, wenn wir so unterwegs sind. Das haben wir schon öfter versucht, das hat nicht funktioniert. Also drückt mal die Daumen, das wird bestimmt jetzt funktionieren. Waldparkplatz oder Wanderparkplatz verschlagen. Aber das macht nichts, wir wollen ja eigentlich eh nur schlafen. Und mal gucken, das Restaurant, das ist noch ein bisschen laut. Ich hoffe, das wird nachher ein bisschen leiser werden. Wir haben über Park4Night den Platz uns rausgesucht, weil da hier ein paar Seen sind und da wollen wir vielleicht morgen früh oder morgen Vormittag noch eine Runde spazieren gehen, gemütlich. Aber jetzt wird erstmal Pizza gemacht, ist schon spät, irgendwie schon nach 8. Also Attacke! Ja, noch haben wir keinen Wasserfilter, deswegen füllen wir dann zu Hause immer unseren 5 Liter Kanister ab, aber wir sind da auf der Spur. Ja, mal gut.
Guten Appetit. Wie wir die Pizza machen, das verlinke ich euch. Da gibt es ein Video zu, das könnt ihr euch dann anschauen. Wir sind jetzt gerade aufgewacht und haben, ich glaube, 9 Uhr oder irgendwie so. Das ist im Gegensatz zu 5 Uhr morgens aufstehen auf jeden Fall schon mal eine super Verbesserung. Genau. Und ich glaube, es gibt schönes Wetter. Wir gucken mal immer nach draußen hier. Kann man das sehen? Vielleicht. Auf jeden Fall ist es ruhig. So, jetzt aufstehen und erstmal Kaffee machen. Was machst du da? Ich räuche. Palo Santo ist das. Wie räucherst du das? Hier. Tut sich noch nichts, habe ich gerade erst angemacht. Na, schauen wir mal gleich nochmal rein. Wie gesagt, ich soll nicht meckern. Nein, ich will gar nicht meckern. Überhaupt gar nicht. Ich wollte eigentlich nur mal zeigen, wie schön gemütlich das sein kann. Ja, wenn man einfach mal nichts machen muss, sondern einfach nur sitzen kann und einen Kaffee trinken kann. Genau. Und dann fängt das an, dann guckt man nämlich aus dem Fenster und dann sieht man Leute, die hier parken, in einer Parklücke, wo 2 Autos reinpassen. Und dann sage ich, guck mal, aber solche Leute können mich echt aufregen, denn die parken da mitten rein, da passen noch 2 Autos. Und dann sagt die Vivi, und da habe ich gar nicht dran gedacht, klar, 1,5 Meter Abstand halten. Ja, ich hatte geguckt wegen dem Stellplatz und bei Park 4 Night und dann stand da tatsächlich irgendwas von wegen Musik. Ich dachte jetzt, ja okay, vielleicht vom Restaurant oder so. Aber irgendwie war da... Ich stand jetzt nicht bei, dass das Techno-Musik ist. Techno. Und schon am frühen Morgen. Ja. Okay, wir haben jetzt bestimmt schon halb elf. Egal, aber trotzdem. Wir brauchen länger zum Frühstück. Wie kann man sich das morgens schon reinziehen? Also Saschas Frühstück ist immer etwas größer. Jetzt hat er sich hier Müsli gemacht, dann macht er sich gleich noch 2 Schnitten. Und in der Zeit bin ich nur am Trinken. Das heißt, ich frühstücke viel später. Das ist alles nur für mich, mein Frühstück. Sag mal, was frühstückst du eigentlich? Ja, ich trinke jetzt hier meinen Sonnenaufgangssmoothie. Ich habe gerade ganz viel getrunken, also ich trinke halt morgens immer recht viel. Und da bin ich noch gar nicht so weit zum Frühstücken wie der Sascha. Mein Porridge liegt da hinten, kann ich nicht zeigen. Ich habe nämlich einer Freundin ganz viel veganen Kram geschenkt zum Geburtstag. Oder ich wollte ihr den eigentlich schenken. Genau, und das ist jetzt so ein Waldbeeren-Porridge. Und als ich ihr das dann schenken wollte, hat sie gesagt, oh, das ist ja ganz lieb von dir, aber ich habe doch so viel angepflanzt in meinem Garten und ich habe noch so viel Eingemachtes und keine Ahnung. Das muss erstmal alles weg, behalte das mal ruhig selber. Ja. Und da das alles irgendwie so Sachen sind, die eigentlich sowieso auch länger haltbar sind, habe ich gedacht, ab in den Walter damit. Und da habe ich noch so ein paar Riegel, die habe ich mir hier schon eingepackt. Ja, die habe ich mir hier schon eingepackt für nachher, für den Videodreh, weil ich bestimmt immer zwischendurch Hunger kriege. Und dann brauche ich immer irgendwie was, weil ich kriege nämlich ganz schnell Bauchschmerzen, der Sascha. Wenn ich dann richtig Hunger habe und ich nicht sofort dann was zu essen kriege, dann...
kriege ich Bauchkrämpfe und dann ist der Tag quasi im Arsch. Hinüber. Ja, dann ist der Tag hinüber. Genau. Und deswegen habe ich schon was. Und ich habe noch hier, guck mal, das hat die Tina auf meinem Geburtstag liegen gelassen. Das ist noch so Rohkostbrot. Oh, das ist ja blöd für Tina. Ja, habe ich gedacht, das können wir auch noch für nachher mitnehmen. Das kann man nämlich auch mal zwischendurch snacken und man isst nicht irgend so einen Scheiß, sondern man hat auch irgendwie dann was Vernünftiges. Oder? Hm. Gute Idee, oder? Eine sehr gute Idee. Wir frühstücken jetzt erstmal weiter und dann wollen wir gleich mal eine Runde spazieren gehen, oder? Haben wir so viel Zeit? Treibt dich einer? Also ich möchte gleich auf jeden Fall einmal hier gucken. Jetzt fahren wir schon extra an so einen See. Dann musst du auf jeden Fall aber auch mal gucken, wie lange wir brauchen, bis wir dann da sind, dass wir pünktlich da sind. Ja. Weil ich weiß nicht, wo wir hier genau sind und wie weit der Weg, ob wir jetzt nochmal eine Stunde oder so fahren müssen. Ich denke mal eine halbe Stunde, ja, bestimmt noch. Und frisch ist es. Heute Morgen war es ganz schön kalt. Also gestern habe ich noch gedacht, boah, wie warm es hier drin war, oder? War voll warm hier drin, als wir hier waren. Aber es hat sich heute Nacht, also man merkt, dass der Herbst kommt, es hat sich echt ganz schön abgekühlt. Heute Nacht habe ich zwischendurch immer ein bisschen gefroren, habe mich zum Sascha gekuschelt. Der gibt nämlich immer so schön viel Wärme ab. Genau, und ich bin weggekuschelt, weil mir das zu warm war. Ja, du bist nicht weggekuschelt. Nein. Nein, du bist da geblieben. Tief geschlafen. Ja, und dann, ja, heute Morgen war es ganz schön kalt hier drin. Aber wir haben noch keine Heizung angemacht. Nein. Wäre noch schöner. So weit ist es noch nicht gekommen, mein Lieber. Du machst es dir immer schön zurecht. Nicht ganz abhaben. Nee. Das Räuchertofu-Zeug brauche ich nicht. Stehe ich drauf. Aber erst das Gesunde, ja, das Grundlage und dann das andere Gesunde. Andere Gesunde. Ja, dann lass es dir mal schmecken. Wir haben es tatsächlich geschafft, endlich loszugehen. Ja, wir haben jetzt 12:30 oder so, ich habe keine Ahnung. Und wir wollten euch ja mal zeigen, wir stehen hier auf so einem Parkplatz einfach nur. Da stehen wir, jetzt machen wir mal hier einen Schwenk. Da könnt ihr euch das mal angucken. Ja, da stehen schon ein paar Autos. Das ist so ein Wanderparkplatz. Und ja, mal schauen. Ganz gespannt. Ja, auf die vielen tollen Seen. Ich bin gesegnet. Der See aus. Also hier gibt es irgendwie ganz viele Seen. Man kann drumherum spazieren gehen und ich weiß nicht, ob man hier auch schwimmen gehen kann. Mir ist auf jeden Fall jetzt zu kalt. Ja, mich sieht man jetzt hier irgendwie nur im Dunkeln, aber vielleicht könnt ihr das sehen. Da hinten gibt es sogar einen Strand. Ja, das heißt, hier ist auch sogar ein Strandbad. Ich kann ja mal den Ort verlinken, wo wir hier sind, falls es für den einen oder anderen interessant sein sollte. Erstmal so ein kleiner Spaziergang, weil wir uns das hier angucken wollten, weil wir sind ja eigentlich um 15 Uhr verabredet und deswegen werden wir uns jetzt mal
auf den Weg machen, denn wir haben noch 72 Kilometer bis dahin und müssen ja, bestimmt anderthalb Stunden mindestens noch fahren. Sehen wir mal zu. Manchmal trifft man Freunde. Ja, wir sind jetzt angekommen, bepackt wie Esel hier. Ja. Und werden mal gucken, wo denn das Ganze stattfinden soll, das Musikvideo. Die Packung ist hier irgendwie schlecht. Wir sind hier absolut auf dem Dorf, da ist überhaupt kein Platz. Aber wir hoffen mal, dass das so funktioniert, wie wir hier stehen. Und dass es kein Theater gibt. Aber jetzt gehen wir erstmal dahin. Ja, wir sind jetzt hier angekommen. Wie ihr sehen könnt, ist das mal richtig schön hier. Mitten im Nirgendwo, auf so einer Wiese, zwei Bäumchen und ein Bauwagen, total schön. Thank you.
ich euch doch total vergessen eigentlich. Wir sind wieder zurück im Walter. Die Vivi liegt schon im Bett. Sag mal Hallo Vivi. Hallo. Kam kein Hallo Vivi. Ja, wir hatten einen wunderschönen Tag. Genau. Ich glaube, ich habe das Ganze eingeblendet, was wir gemacht haben, aber jetzt gehen wir ins Bett und dann erzähle ich morgen weiter davon. Guten Morgen. So sieht das aus, wenn man sich den Nacken verrenkt oder zehrt oder ich überhaupt keine Ahnung. Die ganze Nacht eigentlich habe ich gar nicht geschlafen. Wenn ich im Schlaf gekommen bin, dann hat sich mein ganzer Körper entspannt und dann kam dieser Krampf und dann war ich wieder wach. Das war katastrophal. Aber ich habe bis 8 Uhr ausgehalten, um Vivi nicht zu wecken. Die übrigens total lieb ist. Ich zeige das mal hier. Moment. So. Und jetzt für mich einen Kaffee macht. Und vielleicht auch gleich Frühstück. Und die Schmerztabletten für den Sascha gefunden hat. Ja, das war super. Sascha dachte, wir hätten keine Schmerztabletten mehr, aber ich habe welche gefunden. Ja, ich bin am Verzweifeln. Also, achso, und dann kann ich euch ja gleich auch noch das Eichhörnchen vorstellen. Das ist das Eichhörnchen. Aber das muss so rum, weil das kratzt nämlich. Ja, wir hatten gestern einen sehr schönen Tag bei dem Musikvideodreh und das war echt total toll. Viele bunte Menschen. Ja, viele bunte Menschen, genau. Und ihr habt das, glaube ich, schon gesehen, weil ich habe das gezeigt. Jetzt werden wir erstmal frühstücken und dann mal gucken, dass meine Schmerzen gleich besser werden. Ich denke mal so 20 Minuten, dann müsst ihr mich wieder bewegen können und dann Frühstück. Ja, jetzt wollte ich doch noch mal ganz schnell im Vlog, weil wir sind nämlich nochmal zurück auf die Wiese, wo wir gestern Abend waren, wo Vanilla das Video aufgenommen hat, also ihr neues Musikvideo. Und wir hängen jetzt hier noch ein bisschen ab und trinken noch einen Tee und quatschen noch ein bisschen, aber trotzdem wollte ich euch das hier einmal zeigen, denn da ist der Bus, ja, da seht ihr, da, genau. Und da ist ein Bauwagen. Ich gehe mal einen Schritt hier zurück, dann kann man das Ganze mal so betrachten. Ja, weil, ja, richtig schöne Oase hier mitten auf dem Hügel. Hier ist sonst nichts. Ja, nur diese zwei, drei Bäumchen da. Birnenbaum, Apfelbaum. Und hat hier einen wunderschönen Ausblick. Und was auch noch total toll ist, das wollte ich euch auch noch mal zeigen, denn es gibt hier auch ein Klo. Und zwar, so sieht das Klo aus. So ein kleines Plumpsklo. Ja. So, ja. Ein bisschen vielleicht gebraucht von gestern, aber egal. Aber wenn man dann da auf dem Klo sitzt, ja, und die Tür auflässt, dann ist das der Ausblick, den man genießen kann. Ausblick vom Klo. Finde ich total cool. So, ich gehe jetzt wieder zurück. Und nachher muss ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen, wo wir heute Nacht geschlafen haben. Das war zwar nicht besonders, aber auf jeden Fall schön ruhig. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir wieder auf dem Weg und ich habe total vergessen, die Stelle zu filmen, wo wir denn gestanden haben. Wir standen in dieser kleinen Ortschaft an so einer Mauer, an so einer Gabelung, wo es dann letztendlich auch zu dem Ort ging, aber ich habe mir den Hals oder den Nacken so dermaßen verdreht, dass ich nur noch schnelle Tablette nehmen wollte und schnell fahren wollte. Jetzt kann ich mich wieder ein bisschen drehen, aber vielleicht haben wir es ja nochmal irgendwann dahin und dann kann ich euch nochmal zeigen. Ja, ich denke, das soll es auch erstmal gewesen sein von unserem Kurztrip, Wochenende, Vlog, Follow Me Around, was auch immer. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Wenn, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal nicht vergessen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.